Hallo, hallo. Mein Name ist Markus Flicker und ja. Ich fange nochmal von vorne an. Hallo, hallo. Mein Name ist Markus Flicker. Fotografie, Bildbearbeitung, Workshops, Reisen und Blog. Das sind meine Themen und ja, in den letzten Wochen und Monaten hat sich sehr, sehr viel getan am Geschäft und ja, auch an mir. Homeoffice vergammelt mit Jogginghose und ungebügeltem T-Shirt. However, es ist keine Werbeeinschaltung und ja, zufällig ist hier so ein blaues Symbol oben, was auch immer. Ich habe heute ein Paket erhalten. Es wird sich bei mir auch einiges an der Ausrüstung ändern. Neue Fotoprojekte sind schon im Kopf und naja, unbedingt abonnieren klicken auf dem Kanal. Hier tut sich einiges. Und ja, ich habe mir was Neues bestellt. Jetzt schauen wir uns das an. Und das packen wir jetzt gemeinsam aus. Und nein, nochmal keine Werbung oder sonstiges. Oh, Werbesendung oder keine Ahnung. Ist allgemein so bei mir. Ich werde auch nichts weiter empfehlen oder so. Hin und wieder besorge ich mir einfach Sachen. Ja, wenn sie gut sind, stelle ich sie vor. Wenn sie nicht gut sind, stelle ich sie auch vor. However. So, schauen wir mal. Und zwar, hoffentlich, hier. Und zwar, ich habe hier ein neues Ringlicht bestellt. So. Ich habe schon seit, ja, ich schätze mal, 10 Jahren, kommt hin, circa 10 Jahren, 8 oder 10 Jahre ein Ringlicht, das ist das kleine, das mich anleuchtet. Das ist ein 10 Zoll Ringlicht von Valimax, glaube ich. Und ja, es leistet gute Dienste. Nur für ein paar Projekte, die ich gekauft habe, ist ein bisschen zu wenig. Es ist mir zu klein. Du bist allgemein, wenn du schaust oder bei deinem Händler nachfragst, bei Ringlichtern geht los ab 20 Euro, keine Ahnung. Das Teil ist unter 100 Euro. Gibt es verschiedene Größen, ja. Also wenn du nur Selfie-Videos machst zum Beispiel oder kleinere Produkte hast, ja, da kommt Ringlicht auch immer wieder gut, wenn sie nicht zu viel glänzen, dann reicht so ein kleines 8 oder 10 Zoll Ringlicht. Für wirklich Porträts und wenn du jetzt wirklich sagst Porträtfotografie, rate ich dir eher zu einem größeren. Das hier hat, keine Ahnung, ist größer, jedenfalls größer. Aber steht hier sicher gleich dabei. Und ja, soll hoffentlich auch helfen, bei Porträts tolle Aufnahmen zu machen. Warum größeres Ringlicht? Naja, warum nimmt man ein Ringlicht? Erstens, die Augen, auch das Gesicht wird gleichmäßig schön ausgeleuchtet. Und ja, in den Augen kommen so tolle Kreise rein. Also ich habe dir das im Blogartikel dazu dann auch verlinkt. www.markusflicker.com, einfach schauen. Und da ist das dann drinnen. Okay, das ist schon mal sehr cool. Ich packe mal alles aus. Ja, was wird hier noch ein? Ja, Nachteil kleines Ringlicht. Nachteil vom kleinen Ringlicht ist, du musst sehr nahe an die Person heran, also wirklich sehr, sehr nahe. Und das Ringlicht, was ich da habe, ist auch nicht dimmbar. Das heißt, das knallt den Leuten voll in die Augen. Und ja, das ist auch nicht angenehm dann für das Model. So. Und nein, mir ist komplett egal, welcher Hersteller da draufsteht oder wo ich es gekauft habe. Es ist ein Ringlicht. Du suchst dir hoffentlich dann dein passendes Ringlicht aus. Und ja, cool, alles gut. Das war's. Schauen wir mal, was da noch drinnen ist. Schere brauche ich auch nicht mehr. Immer noch drin. Einmal nix. Kurzer Zwischencheck. So, gut. Und hier ist noch eine Schachtel. Ich brauche noch die Schere. Ja, zwischendurch mit. Was fotografierst du gerne? Dauerlicht, Blitzlicht, Ringlicht, spezielle Lichtformen. Erzähl mal. Schreib es ins Kommentar, einen Blog-Eintrag oder schreib mir eine Mail. Okay.
Keine Ahnung. So, was haben wir hier alles? Die Straßenlärm nicht zu laut. Ja, was ich geschaut habe, also ich, wieder ein Name, filme und fotografiere auch mit dem iPhone 11, das ich hier gerade aufnehme. Und ja, nach welchen Kriterien habe ich das Ringlicht ausgesucht? Ich wollte ein cooles Ringlicht haben, ich wollte LED haben, ich wollte nach Möglichkeit dimmbar haben. Ich hoffe, das kann das Teil alles. Und ja, ich wollte mein Handy einspannen. Und daher habe ich auch geschaut, dass die, hoffe, das knistert nicht so sehr, dass die Handyhalterung, die dabei ist, kann ich nicht ausgehen, groß genug fürs Handy ist. Laut Beschreibung ist es das, komme ich da raus. Gut, hier sind noch so die Fußplatten. Schauen wir uns mal alles an. Ja, bitte, wenn ihr solche Sachen auspackt, Mülltrennung, das ist echt lächerlich, wie das alles eingepackt ist. Vielleicht kommt irgendwer mal auf eine schöne Idee, sinnvoll und ein bisschen mit ihren Produktverpackungen zu gestalten. Das ist echt irre. So, was ist hier alles dabei? Okay, das noch fertig aus. Und dann gehen wir das durch. Sehr gut. Die erste Verpackung, die scheitere schon. Mit Beschreibung. So. Gut. Sehr lustig. Okay, es ist dabei ein Stativ. Gut, wir sind in einer Preisklasse unter 100 Euro. Mit Versand. Ich erwarte mir hier nicht zu viel. Gut, es ist mal dabei ein Stativ. Ja. Sehr gut. So, dann hier diese Diffusorplatten. Ich habe schon gesehen, ein paar Videos, die kann man hier einfach so draufklipsen. Vielleicht sollte man sich doch ein bisschen das Handbuch anschauen. Hier ist ein Zettel New Customer Service. Das ist mal sehr cool. Und hier noch eine Beschreibung. New Ringlicht Instructional. Ja, natürlich bitte nicht den Regen, nicht anzünden und sonstige Dinge. Das ist sehr gut. Es ist hier schön alles beschrieben, wie man hier, gut, in 27 Sprachen, sehr gut, und es wird auch gezeigt, wie man das Handy entspannt, das kannst du dir dann selber ansehen. Netzteil, das werden wir dann auch gleich mal aktivieren. Ja, was mir auch bei der Produktbeschreibung oder bei den Produktbildern nicht gefallen hat, ist ja das zusätzliche Netzteil, das hätte man vielleicht im Ringlicht noch verbauen können, sollen, aber ja, wie schon gesagt, wir sind in einer Preisklasse, wo man vielleicht nicht zu viele Anforderungen stellen sollte. So, gut, hier der Anschluss, das geht dann auch noch okay mit einem so eine Art kleinen Bajonettverschluss hier ran. Okay, ist auch gut, da ist eine kleine Zugentlastung dabei. Ist schön, Kabel ist lang genug, dürfte sich für das Stativ ausgehen. Gefällt mir. So, ja, meine Stativhalterung. Das ist mal gut. Hier der Flexarm gefällt mir auch sehr gut, weil du dann wirklich nicht nur frontal eine Person oder ein Produkt oder was auch immer anleuchten kannst, sondern eventuell auch bei Produktfotos interessant von oben die Beleuchtung machen kannst. Das werden wir dann gleich mal aufgeben. Das passt gut. So einen Flexarm wollte ich auch schon länger mal haben, der ist hier im Lieferumfang dabei. Gut, das Stativ ist okay. Könnte schlimmer sein. So, dann, jetzt werde ich mal die weißen Platten ausprobieren. Die hier soll da unten rein. Aha, und dann, okay, die werden hier einfach nur draufgeklipst. Okay, gut, die werden hier draufgeklebt. Ich hoffe, das hält, aber ich werde hier voraussichtlich mal bei dieser hier bleiben und die anderen kommen dann einfach, okay, hier ist das so leicht versetzt, die anderen kommen hier einfach
Naja, es ist sehr kreativ gelöst, wie schon gesagt, es ist ja preislich interessant. Da darf man dann ein paar Abstriche machen. Es funktioniert. Klingt spannend. Okay, das muss man, die letzte muss man hier einfädeln. Dann drauf. Yes, cool. Okay, gut, das Teil ist mal oben. Ist okay. So, was haben wir hier alles? Naja, da gibt es nicht viel zu sagen. Es ist ein Schalter drauf. Faxen hört man und dann kann man dimmen. Ist okay. Gut, hier ist so ein kleiner, ja, so was ähnliches wie ein Blitzschuh. Okay, da kann man hier, gut, da ist so ein kleiner Kugelkopf dabei. Finde ich lustig, finde ich cool. Hier kann man das einspannen. Verschrauben. Okay. Gut, das ist ja alles Kunststoff. Ich würde nicht zugfest schrauben, aber das ist ja nur, falls man dieses Teil mitnutzt, ja auch nur das Handy drauf. Und ja, da kommt dann die Handyhalterung. Okay, das gefällt mir gut. Hoch-Querformat, also wir sind ja bei der Handyhalterung. Ja. Zwei Gewinde drinnen. Finde ich cool. Hoch- und Querformat. Ja, ist gut. Ist okay. Schon gesagt, in dieser Preisklasse akzeptabel. Kugelkopf. Hält. Okay, ja. So sieht das Teil dann aus. Da kommt dann das Handy rein. Coole Sache. Ne, schauen wir mal, ob das funktioniert. So, ein bisschen Strom. Und dann schauen wir mal. Gut, das ist aus. Okay. Also aus. So. Okay. Ja, da kommt schon ordentlich Licht raus. Ja, und so. Wow, so soll das dann aussehen. Ja, das gefällt mir. Also, wenn es hier weiter weg ist, ist es deutlich angenehmer für die Augen. Ich werde noch ein paar Tests machen und Ahnung für sich, sollte dann, ja, cooler Look entstehen. Sieht hier so aus. Cool, ja, das Teil macht, was es machen soll. Unter 100 Euro. Kaufst dir, wo du Lust hast, kauf dir ein anderes, komplett egal. Es ist rund, es ist ein Ring. Ich habe meine Handyhalterung dabei. Ich habe noch mein kleines Ringlicht für unterwegs und das Teil hält hoffentlich. Mal schauen. Aha, okay. Das kann ich ein bisschen festschauen. Ja. Ich würde sagen, ein bisschen vorsichtig genießen. Es ist hier wirklich alles Kunststoff und mal sehen, wie lange es hält. Im schlimmsten Fall. Wie heißt das schon? Gaffer hält die Welt zusammen. Wichtig ist, dass die Technik funktioniert. Okay. Ja, das ist cool, das gefällt mir. Ist auch toll, wenn du ein Porträt fotografierst, dass du hier nicht das Stativ im Weg hast, sondern hier wirklich durchfotografieren kannst. Ja, ziemlich cool. Und was noch dabei ist, das absolute Überhighlight, das muss ich mir noch anschauen, eine super tolle Fernbedienung in Knallrot mit einer eigenen Anleitung dabei. Es gibt eine App. Okay, gut, ja, das werde ich noch ausprobieren und ich glaube, jetzt im Anschluss, ich werde noch ein paar Selfies machen. Aber diesmal mit gebügeltem T-Shirt. Gleich geht's weiter. Tja, hallo, und so sieht das dann aus. Das kleine Funkteilchen hier ist recht einfach zum Einrichten. Sobald du das erste Mal einschaltest, kommt, ja, ich habe kurz blau aufgeleuchtet. Mit dem Handy verbinden, eine kurze Beschreibung ist dabei, iOS, Android, schau dir an. Und ja, so sieht das hier dann out of cam mit dem Handy gefiltert dann aus. Also der Vorteil eben beim Ringlicht ist, das Gesicht mal schauen, ja, ist hier gleichmäßig beleuchtet, du hast dann hoffentlich ein hübscheres Model, ja. Und es entstehen dann auch, ich versuche reinzuschauen, diese Ringe in den Augen. Natürlich dann mit einem Model positioniert richtig,
passenden Abstand zur Wand, das kannst du dann frei wählen. Und ja, einer ordentlichen Kamera dann, oder auch das Handy, sieht das recht cool aus. Ja. Was du siehst, die Helligkeit ändert sich natürlich, je näher ich komme. Das heißt, je heller ich, oder je näher ich komme, umso heller wird es. Und so, ich weiß jetzt, die Fernbedienung funktioniert, weil ich bin gerade drauf gekommen und er hat dann natürlich auf zu filmen. Anfängerfehler. Gut, ja, je näher du natürlich das Model, je näher das Model rankommt, umso heller wird es und der Hintergrund wird dunkler. Und den Schatten siehst du auch. Der ist hier ganz gleichmäßig, also rundherum. Sieht eher spooky aus, also wir Menschen sind eher das Sonnenlicht gewohnt, sprich von einer Seite. Oder von oben auch her. Wenn du natürlich sehr nahe herangehst, sieht das wieder recht cool aus. Gut, hier kannst du dich ein bisschen kreativ spielen und ja, das werde ich jetzt auch machen. Und zwar, ich mache jetzt ein paar Fotos mit weißem Hintergrund und dann auf der anderen Seite vom Studio mit grauem Hintergrund. Mal sehen, was daraus entsteht. Ja, Stativ. Gewöhnungsbedürftig, werde ich wahrscheinlich ein anderes von mir nehmen. Das Flexgelenk, was dazwischen ist, ist ziemlich cool. Da kannst du das Ringlicht wirklich toll positionieren, auch von oben, von unten. Funktioniert sehr gut. Kamerahalterung funktioniert auch. Das Teil hier ist sehr sensibel. Da ist auch so ein kleiner Bügel dabei. Also da werde ich noch irgendwas anhängen, das ich nicht verliere. Ich habe es jetzt gerade gesucht, weil ja, doch sehr klein. Und ja, ich werde selber Fotos machen. Okay, ja, coole Sache, also ganz ehrlich, grauer Hintergrund gefällt mir gerade besser, however, ja, Ringlicht, ordentliche Größe, viel Spaß beim Probieren und hey, mach ein paar Fotos, Selfies, keine Ahnung. Schick mir deine Meinung zu Ringlicht, dann würde mich sehr interessieren, welches Produkt hast du, was nutzt du, überhaupt ein Ringlicht, wäre auch interessant. Okay, lass uns quatschen, bis zum nächsten Mal, ciao, dein Maxl. Upp, da unten bin ich. Mir ist gerade eingefallen, die Dimm-Funktion ist ziemlich cool. Ich bin jetzt sehr nahe dran. Ich muss immer schauen. Sehr nahe dran und niedrigste Stufe. Und da kannst du sehr fein steuern, wie hell es wird. Jetzt sehe ich dein Handy-Display nicht mehr. Wow, okay. Die Kamera gleicht das natürlich gleich aus. Ich dimme hier mal auf die niedrigste Stufe. Dann wird es hier hinten ganz schön dunkel. Und dann kann man das natürlich von der Hand da hinten sehr fein dosieren. Also das ist echt stufenlos regelbar. Coole Sache.